Wo Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht. So ein Theater. So ein Affentheater gibt's nur einmal. Hier öffentliche Rechtsprechung. Der Richter kommt, erheben Sie sich von Ihren Plätzen. Hohes Gericht. Angeklagt wird die Geschäftsführung der Jux Köln GmbH, insbesondere deren Vertreter Geißler und Groß, wegen Missachtung des Gerichts in mehreren Fällen und Zweckentfremdung der Mittel der Jugendpflege in Tateinheit mit Verschwendung von Steuergeldern in nicht geringem Umfang. Na, endlich ist es soweit. Von der Jux geht eine besondere Vorbildfunktion aus. Aber besonders. Die fortgesetzte Missachtung gerichtlicher Urteile stellt hier eine erhebliche Schwere der Schuld dar. Jawohl. Bravo. Angeklagte Groß, Angeklagter Geißler. Sie haben das Recht zu schweigen, wenn Sie sich selber belasten würden. Das werden Sie wohl tun. Zur Sachlage. Wie lange gab es das bewährte pädagogische Konzept der Kinder- und Jugendarbeit am Bauspielplatz in der Südstadt? 30 Jahre. Wie lange war Gottfried Schweitzer daran beteiligt? 30 Jahre. Wird nach diesem pädagogischen Konzept heute noch gearbeitet? Nein. Wie ich sehe, gab es die erste Kündigung wegen einer defekten Außenlampe. Ja, lächerlich. Waren die Kinder denn dadurch gefährdet? Nein. So, wie ich hier lese, waren Sie, Herr Schweitzer, zu der Zeit mit den Kindern auf einer Ferienfahrt in Dänemark. Ja. Also eine völlig grundlose Anschuldigung. Ja. Was war denn das dann mit der zweiten Kündigung wegen des Hausverbotes? Wurde die auch abgewiesen? Ja! Es reichte Ihnen wohl noch nicht, oder? Also suchten Sie nach einem neuen Grund für die dritte Kündigung? Ja! Wegen irgendwelcher absurden Geldgeschichten? War denn da was dran? Nein! Was ergab denn der Gütetermin im September letzten Jahres? Nichts! Gab es denn überhaupt jemals ein Gespräch zwischen den Angeklagten und Gottfried Schweitzer zur außergerichtlichen Klärung? Nein! Also alle von ihm gewonnenen Prozesse waren gerechtfertigt? Ja! Vollständig. Und dann schickten sie ihn als ausgebildeten Pädagogen in die Kalker Abenteuerhalle zum Ausleihen von Kletterseilen? Ja! Und wegen dieser Versetzung wurden Sie dann auch verklagt, ja? Ja! Diese Klage wurde ebenfalls von Herrn Schweitzer gewonnen? Ja! Also haben Sie auf der ganzen Linie verloren? Ja! Ja, was sagt denn Ihr Arbeitgeber, die Stadt Köln, dazu? Rosenkrieg! 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 Dann arbeitet Gottfried Schweitzer also jetzt wieder am Bauspielplatz. Nein! Wo zum Donnerwetter ist er denn dann jetzt? Im Chorweiler! Und das, obwohl es ein unmissverständliches Urteil gibt, ihn sofort wieder am Bauspielplatz zu beschäftigen, das ist unerhört! Sie beschäftigen hier einen Haufen Richter, Anwälte, blockieren die Rechtsprechung für erheblich dringendere Fälle und verschwenden damit öffentliche Gelder für die Jugendarbeit, das mit vollen Händen. Und das soll ein Vorbild für die Jugendlichen sein. Das ist Prozesshanselei. Oder wie Frau Klein es verniedlicht, diesen Rosenkrieg, der kostet und kostet. Und das nur Geld. Es ergeht folgendes Urteil. Jetzt aber. Sie alle hier werden gemeinsam zur Bewährung an ein Gericht versetzt und werden dort als Gerichtsschreiberinnen und als Saaldiener beschäftigt. Ihre Bezüge werden so lange auf Hartz-IV-Niveau gekürzt, bis die Prozesskosten und die Entschädigung für Herrn Schweitzer restlos gedeckt sind. Jawohl, bravo.
Gegen dieses Urteil kann keine Revision eingelegt werden. Die Verhandlung ist geschlossen. Und immer wieder ist neues Potenzial in dir rein. Immer wieder. Nochmal. 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 The same procedure every year. Yes. Mobbing! 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 Mobbing ist das Modewort. Spiel ja mit, sonst bist du fort. Mobbing oben, Mobbing unten, der Sinn der Arbeit ist gefunden. Mobbing! Mobbing! Mobbing in der Arbeitswelt. Ja, da kriegst du was für Geld, was ich und du, das ist bestimmt. Tag für Tag verdienen musst. Mobbing! Mobbing! Mobbing ist die Jauchengrube in der heilen Arbeitswelt. Außerdem Karriereleiter auf dem Weg zu Macht und Geld. Zusammen, hier gibt es kostenlose Rechtsprechung.